Auf eine Sache ist unbedingt Verlass, nämlich dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt, sondern die Dinge sich immer wiederholen, dass wir zum Beispiel an den Finanzmärkten Boomphasen haben, dann haben wir wieder Bust. In den Boomphasen denken alle, diesmal ist alles anders, es kann nur nach oben gehen. In den Bustphasen denken alle, oh Gott, es wird nie wieder etwas werden und dann geht es doch wieder nach oben. Das ist sozusagen der Mechanismus, der sich immer wiederholt. Und jedes Mal gibt es dabei auch sogenannte Schneeballsysteme oder Ponzi-Schemen, die wiederholen sich immer. Und das hat man jetzt auch mit den sogenannten Meme-Aktien gesehen, also diesen Aktien wie GameStop, AMC, Entertainment, wie sie alle heißen, egal. Diese basierten letztendlich auf der sogenannten Greater Fool-Theorie, nämlich die besagt, dass es eine Anlagestrategie, die davon ausgeht, es sei eine weise Entscheidung, eine Aktie zu kaufen, weil sich bestimmt jemand findet, der sie zu einem noch höheren Preis bereit ist zu kaufen, also ein Greater Fool, der bereit ist, noch einen viel höheren Preis zu bezahlen. Und ich denke, es war fast allen klar, kann man vermuten, dass eine Aktie wie GameStop nicht $500 kosten kann, wenn es mit rechten Dingen zugeht, dass eben letztendlich dieser Internetschwarm, den manche initiiert haben, eben Leute, die sich wirklich auskannten, die sich auskannten damit, welche Hedgefonds, welche Short-Positionen hatten, welche Aktien hier wirklich interessant waren. Das waren diejenigen, die diesen Schneeball ins Rollen gebracht haben, die sich rechtzeitig sehr wahrscheinlich verabschiedet haben, und diejenigen, die dann treugläubig gesagt haben, ich werde nie verkaufen, hold the line, die gucken dann in die Röhre. Und so ist es diesmal leider auch gekommen. Schauen wir uns mal kurz streiflichtartig ein paar Ponzi-Schemen an oder Schneeballsysteme. Hier Charles Ponzi, eigentlich Carlo Ponzi aus Parma in Italien, der dann in die USA ausgewandert ist, dort ein System entwickelt hat, das darauf basierte, dass er Leuten riesige Gewinne, riesige Zinsen versprach, 45%, 50%, und diese Gewinne konnte er nur deswegen ausschütten, weil alle Menschen gierig sind und dann eben auch diese 50% garantiert haben wollten. Wer seine Auszahlung wollte, bekam sie, weil eben neues, frisches Geld reinkam. Ein ähnliches System war bei Bernie Madoff, diesem Vermögensverwalter, der jedes Jahr traumhafte Renditen erzielt hat. Da hat man sich gefragt, wie schafft er das? Wie genial ist der denn? Und es gab 1999 schon einen Whistleblower, der gesagt hat, da stimmt was nicht, das ist Fake, was da passiert. Die Zahlen sind praktisch nicht echt, die hier ausgewiesen werden. Immerhin Bernie Madoff, der 2008 ja verhaftet wurde, hat einen Schaden bei Anlegern von $65 Milliarden angerichtet. Die Frage ist, wie viel sind es diesmal bei den sogenannten Meme-Aktien? Denn die Mechanik hat nicht mehr funktioniert. Jedes Schneeballsystem braucht eine bestimmte Mechanik, braucht also den Greater Fool, braucht jemand, der bereit ist, hier reinzugehen, nochmal höhere Preise zu bezahlen. Und einer der entscheidenden Punkte ist, dass es die Hedgefonds waren, die eben mit den Wall Street Bets Foren mitgehandelt haben. Die wussten, da sind andere Hedgefonds in Schwierigkeiten, und die bringen eine ganz andere Power natürlich auf die Waage. Die haben sich dann eingekauft, haben die Not derjenigen Hedgefonds vergrößert, die eben in solchen Meme-Aktien short waren. Und als dann klar war, okay, diese Hedgefonds, die praktisch es nun geschafft haben, ihre Short-Positionierung so stark abzubauen, da haben sich teilweise aus ETFs bedient, Retail-ETFs, XRT, das Kürzel, soweit ich das noch richtig erinnere, dort haben sie dann die zwingend benötigten Eindeckungsaktien bekommen, um ihre Short-Position zu schließen. Und jetzt ist es eben so, dass letztendlich die Gelackmeierten nicht mehr die Hedgefonds sind, sondern dann doch wieder die Kleinen, und das ist keine schöne und keine erfrischende Botschaft. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr einen Short-Squeeze, sondern einen Retail-Root, wie die Amerikaner sagen. Schauen wir uns mal an, hier die Aktien, Bed Bath & Beyond, AMC, GME, also GameStop, COS, also diese typischen Meme-Aktien, die in letzter Zeit hier nach oben geprügelt worden waren, die sind allesamt unter Druck. Und das hat Carson Block von Muddy Waters gestern nochmal gegenüber Bloomberg gesagt. Das ist nicht alleine von irgendwelchen Leuten bei Wall Street Bets letztendlich geritten worden, dieser Short Squeeze, sondern es waren vor allem auch Hedgefonds, die aktiv mitgegangen sind. Und als diese Hedgefonds realisierten, oh,
Die Angriffsfläche wird kleiner, weil der konkurrierende Hedgefonds, der eben eine GME, eine AMC geschortet hat, weil der nicht mehr so short steht, da kann ich gar nicht mehr viel machen. Da ist sozusagen der Hebel nicht mehr gegeben. Dann haben sie das aufgegeben und seitdem stehen dann diejenigen da, die nach wie vor an diese Geschichte glauben. Es ist eben nicht das Narrativ wirklich gültig, dass jetzt die Kleinanleger mal eben in der Lage sind, größere Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen. Ein Stück weit stimmt das, aber ohne andere Hedgefonds, die da an der Seite gestanden wären, hätte das nicht funktioniert. Und hier auch ein Bericht des Wall Street Journal, das nochmal klar macht. Die Entscheidung von Robinhood, die Aktien von GME, also GameStop, AMC, wie sie alle heißen, nicht mehr zum Kauf anzubieten oder hier zu begrenzen, das liegt nicht daran, weil man Hedgefonds retten wollte, sondern weil, man muss es leider so sagen, die Clearinghäuser praktisch den Brokern wie Robinhood gesagt haben, Junge, das Risiko wird zu groß, die Volatilität ist enorm, wir brauchen mehr Collateral, wir brauchen mehr Sicherheitsleistung und das musste sich Robinhood dann auch besorgen und das hat man sich auch besorgt und dadurch ging dann der Handel zwischenzeitlich wieder, wenn auch gleich mit angezogener Handbremse, also man konnte nicht unbegrenzt diese Meme-Aktien kaufen und es ist kein Zufall, dass Robinhood jetzt erstmal sein IPO praktisch verschiebt. Da haben wir heute zum Beispiel auf mein morgendliches Video, auf den Videoausblick kommentiert, ja, wusstet ihr schon, dass zum Beispiel Citadel oder Melvin Capital Anteile an Robinhood halten? Naja, gut, Anteile sind schwierig, wenn man eben kein IPO hat und der Robinhood wollte ein IPO machen. Wollte also an die Börse gehen, hat das aber jetzt erstmal abgesagt, weil sie sagen, wir müssen erstmal hier überleben. Die brauchen zwingend und dringend Kapital, um diese Collaterals überhaupt darstellen zu können vor den Clearinghäusern, bei denen das letzte Risiko liegt. Die bringen Käufer und Verkäufer zusammen und sorgen dafür, dass alle Forderungen auch erfüllt werden. Und wenn ein Broker ausfällt oder Kunden ausfallen, dann muss letztendlich das Clearinghaus hier die Rechnung begleichen. Also haben die ein Interesse daran, dass bestimmte Dinge abgesichert sind und es sind eben zum Beispiel große Hedgefonds wie Citadel oder andere, die zum Beispiel über einen Prime Broker wie JP Morgan handeln und JP Morgan hat so tiefe Taschen, da passiert eben so etwas nicht, wenn ein paar Meme-Aktien nach oben gedisst werden, dann hat da JP Morgan eben kein Problem mit dem Collateral, also mit der Sicherheitshinterlegung. Das ist für die ein anderes Thema. Und ja, jetzt nicht mehr To the Moon, sondern To the Moon mal ein bisschen umgedreht. Und hier, wie ich fand, ein sehr schöner Comic, der zumindest ein bisschen Lustigkeit noch in dieser für viele doch tragischen Situation hier zeigt. Yes, we destroyed our savings. Ja, wir haben die Ersparnisse vernichtet. Aber wir hatten einen wunderschönen Moment, als wir es geschafft haben, die Hedgefonds richtig zu ärgern, denen richtig Schmerzen zuzufügen. Da wird man vielleicht dann eines Tages so an den Lagerfeuern sitzen. Dann werden diejenigen, die andere jetzt als Boomer bezeichnen, wahrscheinlich selber irgendeine Bezeichnung tragen und ihren Kindern und Enkeln erzählen, wie heldenhaft sie damals gegen die Hedgefonds gekämpft haben, nicht erwähnen, dass andere Hedgefonds auf ihrer Seite waren. Sonst hätte die ganze Geschichte so gar nicht laufen können. Einer der Opfer ist Dave Portnoy, der sagt, ich habe mehr als 700.000 Dollar verloren, vor allem wohl in der Aktie AMC. Über 600.000 Dollar GameStop hat er nicht gehandelt, wie er gesagt hat. Er hat jetzt alles verkauft. I've officially sold all my meme stocks. Und er ist ein bisschen böse und sagt, jetzt müssten die Chefs da von Robinhood, die müssten jetzt gefälligst mal ins Gefängnis. Das geht ja gar nicht eben, weil er die Mechanismen der Börse nicht so richtig intus hat. Kein Wunder, wenn man aus dem Sportwettenbereich kommt. Schauen wir uns mal hier die GameStop-Aktie an. Hier die Volatilität, Daily Price Change, enorm. Teilweise 120% gestiegen, aber dann eben auch, naja, durchaus kräftig gefallen, so wie heute. Das ist natürlich mit einem Investment nicht mehr darstellbar oder das sind keine Investments, das ist einfach eben die Hoffnung auf den Greater Fool, also den Idioten, der dann bereit ist, noch einen ganz anderen Preis zu bezahlen. Und jetzt kommen wir zu dem größeren Geschehen. Im Prinzip könnte man ja sagen, oder böse Zungen sagen, natürlich nicht ich, aber böse Zungen sagen das, dass die Fed letztendlich ja auch ein Schneeballsystem in die Welt setzt, indem man faktisch ja die Investoren, die Spekulanten ausbellt, indem man sagt, naja, guckst du, wir haben zwar die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, macht aber nichts. Das werden wir ein bisschen kompensieren, indem wir massiv Liquidität ins System pumpen, die Zinsen auf Null senken und dann stellt sich ein Jerome Powell
bei der letzten Pressekonferenz hin und sagt, ja, also das mit den Aktienkursen, das hat ja eigentlich nichts mit der Geldpolitik zu tun, sondern mit der Zukunftserwartung der Investoren, ist klar, Jerome, da hat er natürlich einen echt coolen Punkt, der Jerome. Jedenfalls hat heute das Narrativ von Jerome Powell ein bisschen angekratzt. Der Einzige, der etwas Anstand hat in der Fed, das ist Robert Kaplan, der Dallas Fed-Chef, der gesagt hat, some of the current situation in markets is related to liquidity. Echt jetzt? Aber er sagt es wenigstens. Die anderen tun so, als hätte das damit nichts zu tun. Some of which is due to Fed policy. Also auch relativierend, was hier Robert Kaplan von der Dallas Fed sagt. Aber immerhin, er bringt es schon ein bisschen auf den Punkt. Und dann sagt er eben auch, it is time for policy normalization. Also wir sollten die Geldpolitik ein bisschen normalisieren. Denn wenn es jetzt so ist, dass in den USA zum Beispiel ja die Corona-Zahlen deutlich runtergehen, möglicherweise die Öffnungen in den USA weitergehen, gleichzeitig dann irgendwann vielleicht noch diese Stimulus-Schecks kommen, dann hast du einen Overkill an Liquidität, da musst du dann irgendwie gucken, wie du aus die Nummer wieder, aus der Nummer wieder rauskommst als Fed. Also da hatte Kaplan einfach einen wirklich stringenten Punkt, der bisher von anderen Fed-Offiziellen letztendlich beiseite gewischt wird. Wir sehen hier ein paar Exzesse aufgrund dieser Liquidität, aufgrund, wenn man so will, dieses Schneeballsystems. Alle können tun, was sie wollen. Sie werden trotzdem reicher, wenn sie auf der Long-Seite stehen. Und das haben auch die Privatanleger natürlich intus. Hier gerade in Sachen Optionen. Wir schreiben neue Rekorde in Sachen Call in Relation zu Put-Optionen, also Wetten auf steigende Kurse, vor allem bei einzelnen Aktien. In Aktien zum Beispiel Apple, Palantir, NIO. Das sind so die Lieblinge, natürlich auch eine Amazon, natürlich auch vielleicht GameStop, ja. Jedenfalls sehen wir, dass hier spekuliert wird ohne Ende. Hier sehen wir die, in der unteren Grafik sehen wir die Relation zwischen Call-Käufen und Put-Käufen. Das erreichte neue Allzeithochs, also wenige spekulieren hier auf fallende Kurse. Und besonders krass auch die Exzesse im Small Cap Bereich, also bei den kleineren Werten hier Small Cap 600, die Abweichung, die One Month Index Dispersion, das was sozusagen, naja, ungewöhnlich ist, wir haben hier Standardabweichungen, die so noch nie gesehen wurden. Das alles hat natürlich mit der Fed nichts zu tun und mit dem Schneeballsystem letztendlich, das die Fed hier installiert hat. Risikofreies Investment in Aktien, die teilweise ähnlich Schrott sind wie GameStop, also Werte, die seit Jahren kein Geld verdient haben, kaum Umsätze haben, aber trotzdem Bewertungen haben. To the moon könnte man vielleicht formulieren. Und ähnlich das Spiel übrigens auch in Asien. Also es ist nicht nur so, dass das in den USA passiert. Auch die Deutschen haben ja kräftig mitgemacht in diesen Meme-Aktien. Es passiert auch in Asien. Hier Small Cap Stocks. A jump in trading volume, also auch da geht es massiv zur Sache, da denken sich die Asiaten, ja, dann spielen wir dieses Spiel natürlich auch mit. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt die Situation haben, die Berichtssaison in den USA läuft ja, dass die Zahlen überwiegend gut sind, besser als erwartet, was nicht so super schwierig ist, wenn man die Erwartung vorher natürlich entsprechend absenkt. Aber die Zahlen sind okay aus der Berichtssaison, sind teilweise gut aus der US-Berichtssaison. Dennoch ist es ja eine Frage, was für eine Erholung da kommt, also welche Zukunftserwartungen da eingepreist sind und in Relation zum BIP jedenfalls. Das ist der sogenannte Buffett-Indikator, sind wir so teuer wie noch nie, es kann noch teurer werden, gar keine Frage. Heute steigen die Märkte vorwiegend aus drei Gründen. Erstens, weil eben diese Stimulus-Hoffnung da ist nach sehr herzlichen Gesprächen zwischen Joe Biden und Collins, der Vertreterin der Republikaner auf der einen Seite. Dann haben wir eine Liquiditätsspritze, die die chinesische Notenbank in die Märkte wieder reingedrückt hat, nachdem man vorher so ein bisschen Liquidität rausgezogen hatte. Und wir haben so Impfstoffhoffnungen, Moderna ist in der Lage offenkundig mehr Impfstoff zu produzieren etc. etc. Egal, jedenfalls sind eben auch die Hedgefonds, die vorher ja teilweise Positionen verkaufen mussten, Long-Positionen wie Amazon, wie Apple verkaufen mussten, um diesen Short-Squeeze irgendwie darstellen zu können, nicht den finalen Margin-Call zu bekommen, die sind jetzt nicht mehr unter Druck, weil diese Meme-Aktien keinen Short-Squeeze mehr auslösen können. Dementsprechend kauft man kräftig und freudig hinzu. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wie kann man eben so etwas vermeiden, dass wir auf der einen Seite
naja, doch durchaus eine fragwürdige Situation haben, dass sich hier viele Menschen letztendlich verabreden, um wertlosen Schrott nach oben zu kaufen. Das ist auch, naja, nicht ganz einfach. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich die Hedgefonds, die auch nicht sauber spielen, oder zumindest einige davon nicht. Man sollte nicht alles über einen Kamm scheren. Da gibt es bessere Exemplare und schlechtere Exemplare. Man darf auch nicht vergessen, dass viele zum Beispiel Geld angelegt haben für ihre Rente in solchen Hedgefonds. Und Hedgefonds bedeutet ja eigentlich nur, dass man sich hedgen kann, dass man also auch Short-Positionen eingehen kann. Das können ja klassische Fonds nicht. Dementsprechend ist ein Hedgefonds per se nicht böse und schlecht, sondern er hat nur ein Instrument mehr, nämlich Short-Positionen eingehen zu können. Das hat mit Moral relativ wenig zu tun, sondern ist wichtig für die Märkte. Gerade in Paniksituationen, denn diejenigen, die short sind, müssen ja irgendwann dann ihre Position zurückkaufen, treten dann als Käufer auf, sodass sie die Märkte stabilisieren, weil immerhin dann in solchen Situationen Käufer der Fall sind. Jetzt hat Andrew Ross Sorkin in der New York Times einen Versuch gemacht, wie man Manipulationen sowohl seitens der Großen als auch seitens der Kleinen vielleicht verhindern könnte. Daraufhin sagte Sven Hendrick, okay, dann müsste man vielleicht nur die Fed aus dem Markt nehmen, denn wo stünden die Aktienmärkte, wo stünden die Aktien ohne die Fed, ohne die EZB, ohne die Notenbanken? Diese Frage müsste man sich mal ehrlicherweise beantworten. Das ist natürlich eine völlig andere Situation. Da wäre ich gespannt, wie die Bewertungen wären, wenn wir Notenbanken nicht hätten, respektive hier diese Sicherheitsgarantie der Notenbanken nicht der Fall wäre. Aber vielleicht ist es ja auch so ein Trost für diejenigen, die gehofft hatten, hier eine Revolution anzuzetteln und die Großen zu ärgern, dass man sagt, okay, es gibt gar keine Notwendigkeit für Occupy Wall Street, weil die Wall Street sich schon selber occupiert, also letztendlich vielleicht über seine eigenen Füße stolpert, eben indem zum Beispiel Hedgefonds andere Hedgefonds attackieren. Also letztendlich das System sich vielleicht ad absurdum führt schon von ganz alleine. Da braucht es dann nicht einen Schwarm aus dem Internet. Wir sehen abschließend noch derzeit Dollarstärke, auffallende Dollarstärke. Wir sehen, dass Öl auf 55 Dollar gestiegen ist. Wir sehen, dass Silber heute unter Druck ist. Also auch ein Thema, was angeblich ja nicht bei Wall Street Bets gepostet wurde oder proklamiert wurde. Das sei alles fake, klar. Aber es zeigt eben, dass sozusagen Dinge sich verselbstständigen können, dass dann der nächste Schwarm entsteht, der eben nicht vielleicht bei Wall Street Bets ist, sondern woanders ist. Wir sehen, dass gleichwohl die Commodities, also die Rohstoffe, sehr stark zugelegt haben. 57% seit dem Low im März. Und wir sehen abschließend heute noch die Zahlen von Google. Ab 22 Uhr und vor allem Amazon 22 Uhr, die finden Sie bei finanzmarktwelt.de. Schauen Sie da rein. Heute Morgen hatte ich ja im Video hier so eine Stelle, da haben sich viele gesagt, ja, was hat er denn da? Hat er sich da rasiert? Hat er sich da schlecht rasiert? Nein, das ist eine alte Kriegsverletzung eines Boomers. Das hat natürlich mit dem Rasieren nichts zu tun. Das ist eben eine Kriegsverletzung eines Menschen, der schon sehr, sehr alt ist, schon diesmal eben wieder nicht geglaubt hat, dass diesmal alles anders ist. Aber so ist es nun mal. Und diesmal ist es mir gelungen, diese Kriegsverletzung auch hervorragend zu überschminken. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche einen wunderschönen Abend und vielleicht sehen wir uns morgen, respektive heute Abend, bei Amazon und Google. Das dürfte die Märkte nochmal bewegen. Bis dann, Servus und Ciao.